Hallo Traderinnen und Trader, wir wollen uns heute in dem nächsten Video mit der Bedeutung des Faktors Zeit für Trader und auch für Investoren auseinandersetzen. Typischerweise achten die meisten Börsianer auf den Faktor Preis. Also man macht sich unfassbar viele Gedanken darüber, zu welchem Preis ist es jetzt günstig einzusteigen oder wann sollte man am besten aussteigen, wann ist ein Wendepunkt erreicht, was ja sehr, sehr schwierig oder nahezu unmöglich zu reproduzieren ist, dass man also immer wieder Wendepunkte erwischt, das ist nahezu ausgeschlossen. Und was völlig vernachlässigt wird, was aber ein viel wichtigerer Faktor ist als der Faktor Preis, ist der Faktor Zeit, also das Wann. Wann kaufe ich, wann verkaufe ich, wann bin ich investiert? Denn ein ganz großes Problem, was auch ich in meinem Handel über viele, viele Jahre hatte, war, dass ich teilweise vom preislichen Timing her sogar gut war. Aber ich trotzdem kein Geld verdient habe, weil ich jahrelang investiert war. Der Markt ist noch nicht angesprungen. Habe ich bei Kaffee zum Beispiel erlebt, wo ich 2,5 Jahre drin war, das Preisniveau, ja, sich dann anschließend verdoppelt hat. Allerdings war es sehr, sehr mit Schwankungen behaftet. Es hat sehr lange gedauert. Bei Silber ein anderes Beispiel. 1997, 98, 99 war Silber auch schon bei $5. 2010, 2011 stand es bei fast $50 mal zwischenzeitlich in der Spitze. Vom preislichen Timing her würde man sagen, derjenige, der bei 5 gekauft hat im Jahr 1997, das war doch ein großer Held, der hat doch alles richtig gemacht. Aber wer 1997 gekauft hat und 2003 auf seine Position geschaut hat, der hat sich gefühlt wie der letzte Trottel, weil er eine halbe Dekade im Prinzip nichts verdient hat, während alle anderen vielleicht in Aktien investiert waren, Geld verdient haben, irgendwo anders investiert waren. Also der Faktor Zeit ist schon sehr, sehr wichtig. Und warum der wichtig ist, auch im kurzfristigeren Bereich, das lässt sich immer fundamental begründen. Wir haben zum Beispiel zu spezifischen Zeiten, entscheiden die Farmer, was sie zum Beispiel anbauen oder wie viel sie von welchem Getreide anbauen. Das nennt man zum Beispiel Farmers Choice. Das kommt jetzt im März. Da entscheiden die Farmer, dann gucken sie auf die Renditen, die sich für den jeweiligen Markt, also für Mais und für Sojabohnen zum Beispiel ergeben. Und dann entscheiden sie, wie viel von ihrem Ackerland sie mit welchem Rohstoff bepflanzen, also Pflanzzeiten, aber auch Erntezeiten bringen natürlich bestimmte Prozesse, institutionelle Prozesse beziehungsweise kommerzielle Prozesse, nicht institutionell, kommerzielle Prozesse in Gang. Die Produzenten verkaufen Futures, die abnehmende Industrie kauft Futures zu spezifischen Zeiten, weil sie den Rohstoff brauchen. Und das verursacht immer wieder regelmäßig potenzielle Preisschocks. Wir haben Wettereinflüsse zu spezifischen Zeiten. Preisschocks zum Beispiel bei Orangensaft sind viel, viel regelmäßiger im Herbst-Winter zu unserer Zeit jedenfalls gegeben als in einer beliebigen Zeit des restlichen Jahres, weil das ist die Zeit, da geht es, da ist die Pflanze sensibel für Frostschäden und da haben wir eben auch potenzielle Frostschäden, zum Beispiel in der Anbauregion in Florida. Also Wetterphänomene sind ein weiterer Punkt. Dann für die Indizes. Für die Aktienmärkte, konsumtreibende Feste wirken sich da auch aus, also Ostern und Weihnachten. Nachfrage aus der Industrie zu spezifischen Zeiten. In spezifischen Zeiten im Jahr wird spezifisch produziert, da kommt dann Nachfrage. Wir haben Steuerstichtage, die auch sich nicht ändern, die immer wieder aber Effekte am Markt verursachen, auch bei den Bondmärkten, bei den Aktienmärkten, bei den Währungen. Wir haben Rolleffekte, die regelmäßig auftreten, das ist auch immer im gleichen Zeitintervall. Und wir haben Lieferperioden für Rohstoffe, die natürlich dann darauf wirken. Also es gibt gute fundamentale Gründe, warum zu spezifischen Zeiten oder in spezifischen Zeitfenstern die Wahrscheinlichkeit, wir sprechen nie von Sicherheit, sondern wir sprechen immer von Wahrscheinlichkeiten, erhöht ist dafür, dass es einen Trend gibt, einen Preisschock. Und ich bin gut beraten, wenn ich als Trader den Faktor Zeit in mein System mit einbaue. Und ich habe in vielen Strategien, die ich nutze, manche sind kombiniert aus dem Faktor Zeit und Preis. Andere sind rein zeitlich, aber der Faktor Zeit ist immer dabei und der ist eminent wichtig, wie wir hier auch sehen. Wir haben einen Trade zum Beispiel bei Platin, bei den Top Seasonals. Wir haben 45 Top Seasonal Trades und einer davon, beziehungsweise zwei Stück, beziehen sich auf Platin. Und ich habe hier mal links ein System dargestellt, das immer investiert ist. Das heißt, dieses System hat irgendwann 1973 investiert, also hat Platin gekauft und ist heute noch investiert.
So, dann stünde dieses System, die Equity schaut so aus, das ist quasi der Platinpreisverlauf, wie wir ihn bis hierhin hatten. Rechts ist ein System, das genau diese starke Zeit von der zweiten Dezemberhälfte bis Mitte Februar ausspart, das heißt nicht investiert ist. Und dann sehen wir, was für eine gigantisch andere Equity-Kurve rauskommt. Dieses System hier spart genau diese starke Zeit, in der Platin drin ist, aus. Das heißt also, wenn ich jetzt, wenn ich bei Platin in der sehr starken saisonalen Phase nicht investiert war, dann hat es mir gerade in der Zeit, in der wir einen Bärenmarkt hatten bei den Metallen oder speziell jetzt bei Platin, nämlich so ab 2008, 2009, hat es mir hier sogar deutliche Verluste gebracht gegenüber einer solchen Kapitalkurve, wie wir sie hier links sehen. Das heißt also, dieses Zeitfenster, das macht den Unterschied aus. Das macht den gravierenden Unterschied aus, ob ich in dieser Zeit von Mitte Dezember bis Mitte Februar investiert bin in Platin oder nicht. Wenn ich nicht investiert bin, habe ich bei Platin sogar über diesen gesamten Zeitraum deutliche Verluste gemacht. Wenn ich investiert bin, habe ich deutliche Gewinne gemacht. Das ist also ein Beispiel aus dem Swing-Trading-Bereich. Dann schauen wir uns mal einen Effekt an für den DAX. Auch das nutzen wir systematisch. Im kurzfristigen Bereich haben wir mehrere Systeme, aber speziell ein System, was den Effekt der stärksten Tage innerhalb der Woche ausnutzt, nämlich Dienstag und Mittwoch. Die haben den größten Anteil an der Performance im DAX. Wenn man also den Dienstag und den Mittwoch rauslässt, kommt ein anderes Ergebnis raus. Und das können wir hier auch in diesen Grafiken sehen. Denn hier links sehen wir, wie ein System, was im DAX immer investiert ist, so wie eben gerade beschrieben, an jedem Tag investiert ist, das bildet quasi den DAX-Verlauf ab, wie er jetzt in den letzten 15 Jahren war. Hier rechts dagegen ist ein System, das immer investiert ist, aber Dienstag und Mittwoch nicht investiert ist. Das heißt, die beiden starken Tage auslässt. Und dann sehen wir können es hier rechts am Rand erkennen. Ich versuche das mal ein bisschen noch besser darzustellen. Sekunde. Dieses System ist eben ist an Dienstagen und Mittwochen nicht investiert. So. Und wir schauen uns an, wie das Ganze sich darstellt und sehen, dass man damit in der Zeit, in der der DAX eigentlich deutlich gestiegen ist, nichts, so gut wie nichts verdient hat. Hier hätte man gestartet oder hier wäre man gestartet und hier ist man gelandet. Man hat also Schwankungen erzeugt. Aber man hat am Ende nichts verdient. Man hat sogar Geld verloren. Bedeutet, der Dienstag und der Mittwoch, das sind die Unterschiedtage. Die machen den Unterschied im DAX aus. Wenn ich also mich auf den Dienstag und Mittwoch beschränke, dann wird das nicht immer funktionieren. Diejenigen, die das System ein bisschen kennen oder auch verfolgen, wissen das. Natürlich funktioniert das nicht immer. Es gibt auch mal Dienstag-Mittwoch-Kombinationen, wo das natürlich komplett in die Hose geht. Aber wenn ich Es geht nicht darum, einzelne Trades zu machen, sondern ich muss eine Verhaltensweise, eine strategiebasierte Verhaltensweise an den Markt legen oder kultivieren, an den Tag legen und im Markt agieren, mit der ich gut oder bestmöglich durch sämtliche Phasen durchkomme. Das heißt, hier geht es um Systemtrading, nicht darum, ob das jetzt nächsten Dienstag, Mittwoch steigt oder nicht. Das weiß weder ich noch sonst wer. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, was sind denn die Zeiten, in denen man einen statistischen Vorteil hat. Und was sind die Zeiten, die mir eher eigentlich nur Probleme bringen oder die eher sogar Performance wegnehmen? Und da ist eben Dienstag, Mittwoch die Kombination beim DAX. Man braucht natürlich eine Systematik. Das heißt, also es braucht Bedingungen. Wann steige ich da ein? Wann genau steige ich ein? Wann genau steige ich aus? Wo setze ich meinen Stop? Weil es wird die Situation geben, da läuft es eben gravierend in die falsche Richtung. Und wenn ich keinen Stop habe oder wenn ich nicht weiß, wo ich den Stop jetzt sinnvoll setze, dann ist das problematisch. Er darf nicht zu eng liegen, er darf nicht zu weit liegen. Aber diesen Effekt zu kennen, Dienstag, Mittwoch, das sind die Tage, die den größten Anteil an der gesamten Performance im DAX haben. Das ist natürlich wichtig. Dann Goldpreis. Beim Goldpreis sehen wir hier, oder kennen wir einen starken Effekt vom Freitag. Jeder, der dieses System in den letzten Jahren kennengelernt hat und auch gehandelt hat, weiß aber, dass es gar nicht so einfach ist. Das ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass man jetzt immer freitags da den riesigen Reibach macht. Manche Freitage, und das kann auch gar nicht anders sein, manche Freitage sind im Gegenteil sogar außergewöhnlich schwach. Und das ist auch aus meiner Sicht sehr, sehr logisch, denn wenn irgendwo ein Grund ist, ein fundamentaler Grund, warum zum Beispiel an einem spezifischen Tag, sagen wir jetzt in dem Fall mal den Freitag, Kapital verstärkt überdurchschnittlich in den Goldpreis reinströmt,
dann ist dieser Grund ja nicht immer gegeben, sondern dann ist der Grund auch manchmal ausgehebelt. Und wenn er ausgehebelt ist, dann ist natürlich klar, dass dann auch das genaue Gegenteil passiert. Wir haben also die Freitage, die sind besondere Tage im Goldpreis, die haben langfristig einen riesigen Effekt, die machen viel aus vom heutigen Goldpreis, aber es sind natürlich, es ist nicht so, dass es immer trifft. Die Trefferquote liegt so irgendwo bei 2/3 und sogar unter 2/3, ich glaube bei 59% oder so ist die Trefferquote, wenn man jetzt die letzten Jahre auch mit einrechnet. Aber es hat insgesamt natürlich einen enormen Effekt. Wir sehen hier mal drei Darstellungen. Links ein System, wo die Freitage im Gold ausgespart sind. So, wir starten hier mit der Kapitalkurve, steigen zwischenzeitlich und landen am Ende hier. Das heißt, wenn ich die Freitage nicht investiert bin, ich bin dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag investiert und den Freitag spare ich aus, dann verliere ich insgesamt sogar Geld. Hier in der Mitte sehen wir, wie ein System performt, wenn es immer investiert ist. Es ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag investiert und das jede Woche. Also das bildet den Goldpreisverlauf, wie wir ihn jetzt auch hatten, ab für die letzten 20 Jahre oder 22 Jahre. So, das ist quasi der Goldpreis, wenn ich immer investiert bin. Hier links die Freitage ausgespart, sieht man schon, wenn ich den Freitag verpasse, das ist nicht gut, da lande ich am Ende Minus. Der Freitag hat offensichtlich einen Effekt. Und jetzt wissen wir aber zudem, dass der Montag tendenziell eher schwach ist im Gold. Und hier rechts sehen wir jetzt ein System, bei dem wir im Goldpreis am Freitag investiert sind, aber montags aussparen, also die Montage nicht handeln. Freitags drin, also ich bin Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich drin, aber montags nicht. Und da sehen wir, dass das tatsächlich eine sehr gute Kombination ist. Ich bin also 4 Tage die Woche investiert, den Montag spare ich aus und dann kommt die bestmögliche Equity raus. Heißt also, wenn jemand Gold tradet, ist es gut, wenn er Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag investiert ist, wobei Freitag der Tag ist, an dem man gut beraten ist, ein bisschen stärker investiert zu sein. Und der Montag ist der Tag, den man am besten ausspart. Aber das muss ich über Jahre machen, weil es wird Phasen geben, da wird das über Monate überhaupt nichts bringen. Ich muss das wieder und wieder und wieder machen. Und nur wenn ich das mache, dann werde ich am Ende auch erfolgreich sein. Aber ihr seht, der Faktor Zeit macht unheimlich viel aus. Wer den Faktor Zeit in seinem Trading noch nicht berücksichtigt hat, dem kann ich nur raten, sich damit auseinanderzusetzen, weil es tatsächlich den Unterschied ausmacht. Für eine systematische Herangehensweise ist der Faktor Zeit unerlässlich und es wird das Trading definitiv verbessern, weil man ansonsten das Problem hat, dass man episch lange investiert ist. Und gerade wenn man keine unbegrenzte Kapitaldecke hat, ist das ja suboptimal, wenn ich Kapital sehr, sehr lange binde. Und niemand weiß das besser als ich, weil ich hatte, wie gesagt, schon Trades, wo ich jahrelang investiert war, hatte riesige Schwankungen, hatte ewige Wartezeiten und irgendwann kam der Markt dann ins Laufen. Dann profitiert man aber nicht mehr davon. Insofern, ich weiß, wovon ich rede, weil ich das selbst alles schon massenhaft erlebt habe. Und deshalb ist der Faktor Zeit nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch extrem wichtig. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Mach's gut.